Und damit herzlich willkommen zur Resident Evil 4 Chainsaw Demo. Ich kenne die Demo selber noch nicht, spiele es zum ersten Mal. Bin wirklich gespannt, ist viele Jahre her mit Resident Evil 4. 30. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Sechs Jahre sind seit der Katastrophe von Raccoon City vergangen, einem beispiellosen, von der Umbrella Corporation verursachten biologischen Unglück. Leon S. Kennedy, ein Überlebender des Vorfalls und namhafter Special Agent, wird damit beauftragt, die vermisste Tochter des Präsidenten aufzuspüren. Die Suche führt ihn in ein abgelegenes Dorf in Europa, wo sie Informationen zufolge kürzlich gesehen wurde. Nichts, was Leon bisher erleben musste, konnte ihn auf den Albtraum, den Wahnsinn vorbereiten, den er dort vorfinden würde. Mal kurz die Steuerung durch. Viel mehr als ducken und rennen können wir momentan scheinbar noch nicht. Ich höre auch schon ein paar Krähen. Wie weit ist er denn gegangen? Na, da haben wir es ja. Es scheint irgendwas geopfert worden zu sein. Jedenfalls schon ziemlich angefressen. Irgendwelche Kratzspuren. Da reingehen, schaue ich mich erstmal hier außen um. Weitere tote Tiere. Ekelhaft. Okay, ich sehe erstmal nichts weiteres. Jemand zu Hause? Langsam vor, versucht die ganze Story mitzunehmen für euch. Es scheint diese Ouroboros-Sprache zu sein, unverständlich für uns. Gehen wir zurück zur ersten Tür, können wir hier was sehen. Okay.
Wie auch immer der es lesen kann, das Urteil naht. Können wir nicht mitnehmen. Vielleicht doch erst die andere Tür nehmen sollen. Sorry, dass ich so reinplatze. Usua un policía. Vino aquí. Ist das Spanisch? Dem hat sein Schädel zur Seite geklappt. Das Gefühl. Ein Schlüssel für die Jagdhütte. Was gibt's denn für leckeres Süppchen? Kannst du nicht erkennen, sieht aber ziemlich haarig aus. Häschen. Spanisch oder Italienisch? Die Geräusche schienen von der Wand hier zu kommen. Ich denke, wir müssen die andere Tür nehmen. Mehr? Da ist die Marke. Wie benutzen wir das Messer einzeln? Okay, ich habe jetzt auch ein Menü. Wir haben gerade Texturen nachgeladen. Okay, nur R2. Versuch's mal. Das Gestöhne beim Anvisieren. Bisschen störend. Vielleicht ist er bei der Vollversion weg. Wahrscheinlich das Radio vom Polizisten bzw. Funkgerät. Gehe ich von aus. Ich höre Sie. Wie ist Ihr Status? Was ist hier los? Hier sind scheinbar auch irgendwelche Rituale durchgeführt worden.
Außenkäfige. Was war das? Nicht dein Ernst. Na, geht ja gut los. Langsam ist es nicht mehr witzig. Mehr Munition haben wir scheinbar nicht. Hört sich so an, als würden wir schon erwartet werden. Nichts verändert. Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier. Wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Was los? Melde mich. Ich find selbst raus. Wollte gerade sagen, genug Muni haben wir nicht dafür. Ich dachte, fliegt noch die Axt. Wobei die nicht so im Arsch aussahen wie der erste Kollege. Eigentlich will ich es nicht tun, möchte aber wissen, ob wir Munition bekommen oder Items. So ist es auch, ein paar Pesedos. Okay, X ist nachladen. Ich spiele auf der Xbox gerade. Schreibmaschine zum Speichern. Na, scheinbar scheint es wie bei den neueren Resident Evil Teilen zu sein, dass wir uns selber Munition herstellen können. Kann mich gerade nicht dran erinnern, ob es damals auch schon so bei 4 gewesen ist. Ich glaube aber nicht. Könnte die Gegner auf uns aufmerksam gemacht haben. Die
Musik intensiviert sich, glaube ich, ein bisschen. Oder vielleicht nur Einbildung. Vorstellen, dass auch einige Schleichpassagen im Spiel eingebaut sind. Wäre ich mal am Schleichen geblieben. Ich wollte gerade sagen, ich höre noch jemanden. Liegt die Axt? Nee. Lassen sich aber leicht ablenken. Okay, Finisher gibt's auch. Das Messer ist nur begrenzt einsetzbar, habe ich in einem anderen Video mal gesehen. Ankündigung. Ach, nicht gesehen. Verflucht. Das kannst du laut sagen. Ich sehe dich doch schon. Blendgranaten waren, glaube ich, ganz effektiv gegen die späteren Gegner, wenn die Parasiten sich zeigen und zum Beispiel den Kopf abschießt und ein Parasit kommt aus dem Körper. Sind da gerade runtergefallen. Und der gute Kopf. Okay, hier ist das erste Dorf. So, ja. Braucht man scheinbar zwei Personen. Ja. Na, hätte ich auch sofort sehen können. Weiß nicht, ob es Stealth Kills gibt. Kann schlecht erkennen, ob da unten jemand drin ist.
wird uns sehen. Ich versuche mal durchs Fenster reinzukommen. Auf jeden Fall. Haben sie uns gehört? Geschlossen. Ah, sie haben uns gehört. Dann mal los. Hier geht direkt gut ab. Demo schon gesehen, beziehungsweise im Video, was wir machen können. Wenn die arme Kuh runterleidet. Schreibt es auf die Rechnung. Das sind Zimmeltoren. Damals gab es im großen Haus, meine ich, oben die Schrotflinte. Versuchen das Ganze nochmal. Ich habe gerade überlegt, ob wir direkt in die Action rein sollen. Den Anfang machen wir ein bisschen Stealth und dann gleich. Legen wir los. Mein Glück.
Glückstag. Kannst du ein bisschen schneller als eben? Gar nicht wissen. Wir können uns im Inventar heilen, ist schon mal gut. Das was nicht live machen müssen. Boah, nicht viele Gegner. Kettensägenmann muss auf jeden Fall im Auge behalten. Ich höre ihn gerade irgendwo links. Ziemlich schnell tot. Ich versuch's mal hier rechts rum. Oder mehr Shotgun-Muni wären auf jeden Fall richtig gut. Habt ihr das gesehen? Der einfach eine Falle hin. Auch ein Rohrbäumchen oder so bauen.
Perfekt. Ich glaube, ich verschwinde lieber aus dem Fenster. Meine Güte. Ich glaube, wir müssen auch nur überleben, bis die Uhr schlägt. Schädel auf halben Mast. Kein Durchgang. Versuch die hochzuklettern. Durch eine Axt. Den würde ich gerne auf jeden Fall. Besiegen. Pünktlich zur Pause fällt hier der Hammer. Tenemos que servir. Al Lord Sadler Todopoderoso. Release, würde ich sagen. Dann sehen wir uns wieder. Ich denke, es war auch die Ende der Demo. Das Ende der Demo. Der Demo. Wenn ihr wollt, schaut gerne bei der Vollversion wieder rein.
werde ich direkt zur Release spielen. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bis demnächst mal. Ciao.